So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3 Hot Wheels. Ihr habt richtig gehört, ich spiele wieder bei Hot Wheels weiter. Und zwar mache ich gerade die Meisterschaften für den letzten Erfolg, der mir jetzt noch aktuell fehlt. Und zwar für den muss man alle Meisterschaften abschließen, you don't say. So, machen wir heute mal eine S1-Meisterschaft hier im McLaren 75S. Und ich finde ganz ehrlich, lila steht diesem Auto richtig gut, ne? Das sieht richtig geil aus. Natürlich ja auf S1, ein bisschen getuned. Kleines bisschen, ne? Wir gucken mal. So, eine S1-Strecke, die sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Nehmen wir mal die direkt. Und beginnen da die Meisterschaft. Gerade frisch aus Byron Bay quasi angereist. Ne, ich habe schon ein paar Meisterschaften gemacht hier bei Hot Wheels. Hab jetzt diesen Freitag angefangen. Bin jetzt bei der. Das müsste jetzt die 16. sein. Von 28. Ich habe schon ein bisschen was geschafft und ich will das auch morgen beenden, sag ich mal. Morgen heißt nämlich Montag. Wo dieses Video wahrscheinlich online kommen wird. Wahrscheinlich kommt auch schon am Dienstag die nächste und auch letzte Folge Hot Wheels. Wo ich dann die letzte Meisterschaft fahren werde. Und auch den letzten Erfolg im Spiel bekomme. Vorerst zumindest. Gibt ja auch am Dienstagabend wieder neue Erfolge. Dank des Hunigan Carpacks, was dann rauskommt. Was ich mir natürlich auch holen und auch reviewen werde. So. Dieser Wagen, ne? Ich liebe ihn einfach. Den 75. Ist einfach ein Träumchen. Und so fährt er sich auch wie ein Träumchen. Wenn die Kurvenlage, ne? Die ist übel. Und auch der Grip von dem Wagen. Und langsam ist er auch nicht gerade. Trotz nur 570 PS. Die ich auch so Serie gelassen habe. Also der hat keinen Leistungsschub bekommen. Weil ich fand, braucht er nicht. So, das ist aber auch schon. Mal anhalten. So. Horizon Hot Wheels Himmel Streckenangriff. Ja, geiler Name auf jeden Fall. Wir erstellen selber eine Meisterschaft. Ich bin übrigens auch, wie man da oben rechts erkennen kann, mittlerweile alle Medaillen gesammelt. Das habe ich alles am Freitag auch gemacht. Wir nehmen mal. Wir könnten ja nehmen natürlich mal noch Supercars. Ride Britannia. Anything goes. 2010er Collection oder eine McLarens. Ich glaube, wir nehmen mal nur britische Autos. Das könnte geil werden, ne? Also diese wunderschöne Strecke, die fahren wir 3 Runden. Stunt, was ist denn gähnender Abgrund? Helix, Wechselsprung, Boostersprung, die Welle, Spirale. Ich finde Spirale ganz nett. Dann nehmen wir dann noch. So, wir haben hier noch ein Sprintrennen, das könnten wir nehmen. Sturm auf Rusty Reef, das nehmen wir auch. Sonnenaufgang, ja, Nebel, okay. Distanz, ja, mal kurz. Wir machen, einmal hätte ich gerne die Welle und den Loop the Loop. Loop, Loop. Was haben wir noch für Rundstrecke? Dafür nehmen wir, ist eigentlich beide gleich, ne? Oder? Ja. Nicht mal die hier dazu. 3 Runden passt. Oder entferne dafür dieses Sprintrennen, dass wir nur 3 Rennen haben. Auch nicht so übertrieben lang. Ja gut, oh, das sind fast 50 Kilometer. Ja, nicht so lang, ne? Wird halt eine längere Folge. Also ich will wieder so auf um die, naja, 25, 30 Minuten kommen, ne? Oh yes. So, natürlich hier unser McLaren. Er hat 5 Punkte weniger, aber mein Gott, das macht's auch nicht. Ich könnte auch den geilen Ariel Nomad nehmen, auf A-Klasse, er natürlich nicht. Vielleicht ein bisschen langsamer. Hier der McLaren, der wiegt nur gute 1,3 Tonnen. Das ist nicht viel. Das ist auch gut so. Ich bin gestern noch gefahren, den Aston Martin DB11. Erstens, der ist scheiße langsam. Bei Topspeed so oder ab 200 geht er gar nicht mehr. Kurbelage geht in Ordnung, okay, naja. Aber der ist halt auch mega schwer, der Aston Martin. Die wiegt in der Serie, glaube ich, über 1,8 Tonnen. Warum so viel? Das verstehe ich nicht. Naja, so erstes Rennen. Natürlich ist mein Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. War bei dem Aston Martin nicht immer so einfach. Das aber da trotzdem noch geschafft. Ulola fährt auch mit. Aus dem Forza dann quasi. So, GPS hier Mono vor mir.
ich aber gleich abziehen sollte, hoffentlich. Alter, geil, ne? Wow. Komm, ja. Vorne ist, glaube ich, noch ein Bone Shaker und was ist da noch? Noch ein BSC? Genau, noch ein BSC. Der eigentlich auch ziemlich geil ist. Ich bin, glaube ich, hier in Horizon 3 sogar fast gar nicht gefahren. Eigentlich ein Motorsport. Okay, Aerial Nomad. Alles klar. Ich höre wieder einen Kompressormotor, nämlich ein Jaguar, höre ich. Jawohl. Oh, ist schön außenrum. Mehr Geschwindigkeit. Und ein bisschen vielleicht zur Steilbahn fahren. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Und einen sechsten Gang schalten. Hier ist noch eine ziemlich lange Runde. Ich meine, sind noch fast 50 Kilometer in der Meisterschaft. Ach du Scheiße. Oio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 
mach so viel Scheiße. Die Wand ist hier so schön, muss ich mal kurz rahmen. Die zieht mich magisch an. Das ist bestimmt so ein Magnet oder so drin. Dass mein Wagen immer angezogen wird, wegen der halt Metallkarosserie, ne? Ist die überhaupt aus Metall oder war das bei McLaren auch ein bisschen anders? Und da ist halt schon schwerer als Carbon, ne? Aber halt auch ein wenig günstiger. Oder vielleicht auch noch Kunststoff? Ich weiß es gar nicht, was bei McLaren ist. Jetzt zum Beispiel Lexus LFA. Da ist die Karosserie nur aus Kunststoff. Da ist kein Metall verbaut. Einige haben halt auch zum Beispiel auch nur Carbon als Karosserie. Ist natürlich mega leicht und mega stabil. War doch schweineteuer, ne? Und auch noch viel, viel leichter als Metall. Metall ist halt schwer, ne? Auch Alu ist halt vielleicht dazu noch schwerer. Mehr Gewicht ist halt eigentlich eher nicht so schön. Bei so sehr schnellen Autos. Weniger Gewicht heißt ja bessere Beschleunigung. Grob gesehen. Das trifft nicht immer zu natürlich. Aber an sich ist natürlich weniger Gewicht für den Motor einfacher zu bewegen. Komm. Rum, 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 rum. Hallo? Oh, oh, nein, nein, nein. Das fand ich gut. Ja, so. Grundzeit bin ich besser, ist wieder deutlich schlechter. War deutlich, Alter. Ungefähr eine 2.15.3 war das gerade. 2.15.4. Aber trotzdem erster geworden. Natürlich, wie immer, verdient. Die Aufstellung. Mhm. Sehr interessante Fahrzeugauswahl hier. Sehr vielfältig. Und ein Bentayg auf dem letzten Platz. Oh. Der Arme. Jo, Alter. 51.000 Credits. Okay, das ist geil. Das ohne irgendwelche Boni, ne? Ich habe keine Fähigkeiten, Punkte für irgendwas ausgegeben. Und knapp 28.000 EP. Ah, ja, das gefällt mir eigentlich. Kann man machen. Dann fahren wir mal zum zweiten Rennen. Nehmen wir, glaube ich, mal das Sprintrennen zuerst. Und dann danach das Rundstreckenrennen. Naja, ist sowieso ein bisschen näher dran. Luftlinie. Nicht so schnell. Ja, ich hole nämlich hier rum. Oh nein, 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 nicht in die Wand, nicht in die Wand. Oh, Glück gehabt. Den wieder mega hat beschleunigen, dank diesen Boostern. So wie cool, ne? Ich will hier rum. Okay. Und gleich auch schon da. Hier rum. Also ich bin hier ohne GPS und habe Wheels richtig aufgeschmissen, wenn ich irgendwo hinfahren will. Ich wüsste nie genau, wo ich lang muss. Weil auf der Karte, da sieht man halt alle Straßen, aber nicht halt, ob der jetzt darüber verläuft oder ob jetzt das eine Kreuzung ist oder ob das jetzt ein Looping ist, das sieht man quasi nicht wirklich. Das ist nicht so einfach zu erkennen. Aber wir haben jetzt zum Glück das GPS und natürlich auch Anna, die keiner braucht. Aber sie ist da. Ist auch für Einsteiger sicherlich hilfreich, aber für mich ist sie unnötig. Oder überflüssig, sage ich. Das klingt ein bisschen besser als unnötig. Soll das gerade Nebel sein, oder? War das ein anderer Rennen? Schön, so ein bisschen hochfahren, ne? 188 km/h. Ist ja Daily Life hier, ein Rolls Royce. Da ich auch schon der erste Looping.
Wieso bremse ich da eigentlich? Achso, ich schreibe in der Kurve. Wieso bremst die KI so? Das ist so langsam. Okay, vor uns ist wieder der Aerial Nomad. Aua. Da schon die erste Spirale. Ist ja blöd von mir. The Attacks. Er hat mich so ein bisschen an Attacks Johnson. SL-Player. So, dann geht wieder gleich hoch. Der Magen freut sich. Das Gehirn wahrscheinlich auch. Und wir dürfen wieder springen. Oh Gott. Am Wagen. Das tut weh, Ort. Ah. Bis ja alles ja das durchhalten müssen. Oh Gott, der nächste Sprung. Auf jeden Fall keine weiche Landung. Gott, wie fahre ich denn hier? Oh Gott. Das habe ich ja nicht gesehen. Das war knapp, ne? Naja, Batterien sind bald leer, bla bla bla. Eigentlich nicht, die sind eigentlich noch relativ voll. Hey, so in der Area hier. Okay, der verabschiedet sich gerade. Ich mich gleich auch. Soll ich vielleicht nicht ganz so schnell fahren? Junge, lass mich vorbei. Danke. Und diese KI, ja, unmöglich. Wir müssen noch den wahren Meister und Mr. Kompetenz vorlassen. Vielleicht ein Problem, ne? Hier in der Spirale, da ist der BAC, glaube ich, richtig gut. Aber ich bin besser. Muhaha. Noch ein Weg und dann mein Sieg hoffentlich. Ja. Ach du Scheiße. Nein, nein. Ja, mein Sieg. Und zack. Das war jetzt gemein mit der Kurve. Gott, ey. Finish. Wie ist hier wieder Zweiter, ne? Deswegen hat er genau 32 Punkte. Der nächste 28, 24, 18, 13, 13, 12, 11. Ist das 6 oder 8? 2x6. Und auf dem letzten mit 3 Punkten im Bentley Continental GT. Ich fähr doch bei solchen Rennen so ein Bentley. Ist ja relativ unpraktisch, würde ich mal sagen. Der Allrad schön, aber ist aber halt auch ein Dickschiff, ne? Hat solche Kurven und so, ist glaube ich nicht so geil. In dem Bentley. Oder so ein Looping. Ich meine, an sich klar, die Fliehkraft ist, denke ich mal, groß, ne? Weil mehr Masse. Ist eigentlich auch mehr Fliehkraft. Oder du wirst halt stärker an die Bahn gedrückt. Bist aber halt auch langsamer, ne? So, das dritte Rennen, das war genau hier unten. Fahren wir auch mal schnell. Ist ja nicht weit. Ich glaube, Hot Wheels sind hier alles kurze Strecken. Bei Blizzard Mountain ja ebenso. Für 3 Kilometer teleportieren lohnt sich nicht. Ich kann auch direkt fahren. Da so schnell auf 250, ne? Das geht auch bei Hot Wheels. Wieso ist die überhaupt ein Booster? Das ist doch unnötig. Also die Richtung zumindest. In die andere nicht, aber hier ist so geil. So, Welle, Achtung. Bisschen müdig drüber fahren. Und 160. Macht man ja im normalen Leben auch.
Pizzazone. Schaffen wir 200? Naja, oder? Nee, noch, nur 194 ist echt wenig. Was ist denn da mein Rekord eigentlich? 210? Ah, wo war die da? 217. Für drei Medaillen braucht man 209. Ja, easy, ne? Achso, da vorne erst. Ja. Ich sag MS nach Kompetenz. Das ist natürlich ironisch gemeint, ne? So. Dreadnought. Fortsetzen. Es würde doch jetzt reichen, wenn wir Vierter oder Fünfter werden, ne? Wir haben 8 Punkte Vorsprung. Sollte es ja 8 Punkte weniger als Erster zu kriegen. Warte, 16. Das heißt, wir müssen mindestens Vierter werden. Vorausgesetzt, dass der jetzige Zweite der Meisterschaft Erster wird. Aber egal, wir werden lieber Erster. Das ist, glaube ich, besser. Okay, Mini, alles klar. Jetzt wieder Kopf überfahren. Und 300. Jawohl. Easy, ne? Okay. Da war einer sehr langsam. Moment, die will ich mal kurz richtig überholen. Warum auch immer die so langsam sind. Easy. Fällt übrigens wieder auf Profi. Wo ich auch sonst immer spiele auf der Schwierigkeit. Was ein Vor- und Schlag war. Die Dinger mag ich hier. Ich bin bisher, glaube ich, noch nie rechts lang gefahren. Diesen Sprung. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist einfach so Gewohnheit. Fahr da mal links lang. Weil es auch einfach ist. Den Sprung könnte man ja auch verkacken, ne? Was dann? Dann hast du ein Problem. Die Kurvenlage ist geil, ne? Hallo, hallo, oh, das ist ein bisschen weit. War ein bisschen weit rechts. Lieber ein bisschen mittiger fliegen. So. Ja, gut. Ein bisschen mittiger habe ich geschafft. Ich bin ein bisschen mittiger auf die Begrenzung rechts geflogen. Jetzt aber, ne? Ja. Und Strecke ist geil, finde ich. So, zweite Runde schon. Die ganze lange Runde wie bei der ersten Strecke. Du warst ja so 2,13, glaube ich. Hier ist jetzt schon nur 1,42. Ja, da passen drei Runden schon. Ich bin der Gegner hinter mir. Das gefällt mir aber gar nicht. Den aber nicht. Was ist der Daryl? Okay, Gegner ist wieder weg. Ich fahr wieder links lang. Ich kann ja nächste Runde mal rechts lang fahren. Gucken, wie das da ist mit dem Sprung. Weißt du, ich denke mal, das ist hier trotzdem schneller. Aber wir probieren es mal. Vielleicht. Schon beschleunigen. Das war auch ein schöner Sprung. Der war richtig schön.
Strecke ist hammergeil, ey. Fühlt sich richtig super. Komm rum. Ich sagen, Konkurrenz ist hier gerade nicht so am Start. Hält sich wohl in Grenzen. Also dürfte auch mein Sieg nicht gefährdet sein. Jetzt fahren wir rechts lang. Gott, ey. Aber knapp, ne? Ist aber scheiße, jetzt lang zu fahren. Ist ja links tausendmal besser. Also weiter links lang fahren. Weil nur mal so ein Test. Wir haben einen Hasssprung. Obwohl, geht eigentlich. Was halt nur, wenn ich mal einsprung, sollte man am besten gerade fliegen. Ist eigentlich nicht so schwer, nur manchmal ist es halt. Kommt halt so, ne? Aber die hammergeile Strecke. Hier mit dem Wagen auf ist ein super. Super, super geil. Aber uns hat leider nicht verbessert, da war die zweite doch die beste. Oder wieder mal die beste. Mit einer 1.41.735. Ist auch die beste, noch knapp gefolgte von BAC Mono. Der nur. Nee. Moment. Ich bin mich gerade verlesen, oder? Ist egal, was ich gesagt habe, das zählt nicht. Wir sind Erster geworden. Mit vielen Pixar-Leuten, ne? Der Losen LP, The Attacks, Sonic Drifter aus dem Pixar. Dann noch Jeb, wie heißt der? Japo Red Child. Wieso macht. Ich verstehe nicht, warum man sich solche Namen macht. Das lässt sich total bescheuert lesen. Und halt noch der Rugrad 115. Warum nennt man sich so? Könnte ich noch mal was man noch lesen kann und welche Namen? Nicht die, wo man erstmal genau drauf gucken muss, damit man immer die Buchstaben erkennen kann. Das ist voll ätzend. Naja, gewonnen ist gewonnen. Oh, Alter. 43.000. Not bad. Nehme ich gerne an. Und dann waren knapp 25.000 Paper. Reicht natürlich leider nicht fürs nächste Level. Da ist noch ein bisschen mehr hin. Auch bei Level 620, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass ich noch 650 schaffe. 700 wird, glaube ich, nicht mehr. Das ist noch ein bisschen zurückgegriffen. Aber 650, das ist, glaube ich, noch drin. Aber war eine geile Meisterschaft. Dann gucken wir jetzt nochmal beim Fortschritt. Das muss ich doch 16 haben, oder? Genau, 16 von 28, das heißt, mir fehlen noch 12. Wahrscheinlich heute auch noch 6 weitere und morgen die restlichen 6. Und morgen auch wahrscheinlich eine neue Folge. Ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich schon. Und dann gucke ich mal kurz in den Club, wie es da aussieht, wo ich da gerade bin. Bin diese Woche wegen den Meisterschaften gar nicht mal so schlecht. Ich glaube Top 20 oder so. Wenn ich mich nicht ganz irre. Gerade 7. mit knapp über 1 Million EP. Gucken wir, der erste ist. Alles klar, ja, 5,7 Millionen ist halt schon, 5,8 Millionen, ist nicht gerade wenig, ne? Ich habe schon einer hier, ne, Level 1000, kann man ja mal machen, aber noch ein paar hier im Club. Aber immerhin gerade 17, da. Noch über 1 Million, das ist, glaube ich, ganz nett. Die nächste Woche hoffentlich auch noch. Tja, dann danke fürs Zuschauen. Und vielleicht bis morgen zur letzten Hot Wheels-Folge. Wo wir auch den erstmal letzten Erfolg kriegen. Ich kann das ja mal auch mal kurz zeigen. Hier. Man sieht es, mir fehlen 30 Gamerscore und ein Erfolg. Und das ist der hier. Höher, schneller, weiter. Schließen sich alle Meisterschaften beim Horizon Hot Wheels ab. 57%, also ist in greifbarer Nähe. Denn ich will sie haben, alle Erfolge. Hatte ich auch in Forza Horizon 2, so hatte ich auch alle. In Forza Motorsport 6 hatte ich alle bis auf einen Multiplayer-Erfolg. Und zwar der, dass man bei einem Multiplayer-Rennen mit 24 Leuten vom letzten Platz startet und Erster wird. Ihr merkt schon, das ist nicht so einfach zu machen, ne? Und geht auch nicht in der privaten Lobby. Das muss öffentlich sein.
Glaube ich. Aber trotzdem, selbst in der privaten Lobby, ich finde immer 24 Leute oder finde immer 23 andere Leute. Da muss man noch auf dem letzten starten, dann Erster werden. Das geht fast nicht. Sonst habe ich aber alles. Das muss auch so, ne? Und ich werde auch eine Folge bei Hooligan machen. Das gehört sich auch so. Ja, dann muss ich sein. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nachmittag, Abend, Morgen, wann die Folge auch immer ihr schaut. Und dann würde ich sagen, ciao.